Herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute haben wir Besuch da, der Didi. Ja, ich habe jetzt die Sally besucht, extra aus Österreich, und ich habe einen Klassiker mitgebracht. Und zwar, was machen wir heute? Die Sachertorte. Die haben wir ja vor kurzem probiert. Und die Sachertorte zu backen ohne einen echten Österreicher, das geht nicht. Also hat der genau. Didi gesagt, ich komme. Und da meinte die Sally, sie war ein bisschen trocken und so. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen ein neues, cooles Rezept für euch. Ja. Mit klassisch wäre ja die Marillenmarmelade, aber wir machen es heute mit unserem Früchtegarten, gell? Okay. Da ist eben ein bisschen die Säure von den Himbeeren noch dabei. Und ich glaube, die wird richtig gut. Ich glaube, die wird richtig lecker. Wir machen jetzt zuerst mal den Rührteig, die Rührmasse. Mhm. Und dafür zeigen wir mal die Zutaten. Passt. Also, wir haben 170 Gramm Butter, 120 Gramm Staubzucker und 7 Dotter. Und dann brauchen wir noch 7 Eiweiß, etwas Vanilleextrakt, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, etwas Bio-Orangenschale, 170 Gramm Zartbitterschokolade und 150 Gramm Mehl. Das war's im Prinzip schon. Okay, was machen wir zuerst? Ich würde sagen, wir fangen an mit, genau, Eiweiß und Zucker aufschlagen. Eiweiß. So richtig ein bisschen steif. Genau. Oder wie sagt man da eigentlich? Steif zur Nase oder so. Heißt es so? Ja, zur Vollnase schlagen. Zur Vollnase, okay, dann schlagen wir mal das Eiweiß zur Vollnase. Genau. Und dann oder geben wir Adlernase. Adlernase. Ja, die haben so, du hast ja jetzt Eier gehabt. Ja. Gell? Also ein Hühnchen ist ja herumgelaufen. Ja. Gell? Oder sagen wir Hühnernase. Okay, sagen wir Hühnernase. Also Eiweiß steif schlagen und dann den Zucker mit dazu. Gehen. Geh los. Das. Sobald unser Eischnee fest ist, geben wir den Zucker dazu. Ich glaube, jetzt haben wir die Nase. Ja, schauen wir mal. Sehr, sehr schön. Gut. Super. Samira würde es jetzt abschlecken wollen, aber... Mhm. Aber die ist ja leider im Kindergarten, gell? Ja, in der Schule. Ah, in der Schule in ist in der Schule ja. Schon. Okay, jetzt haben wir schon unsere erste Masse fertig. Jetzt genau. Geht's weiter mit unserer Butter-Staubzucker-Dotter-Masse. Genau, da ist ganz wichtig, dass die Butter schön warm ist, also zimmerwarm. Ups, und Hoppala. Dass sie in der Schüssel landet. Genau, weil wenn sie nicht zimmerwarm ist, kann man sie nicht so gut aufschlagen. Genau. Dann Puderzucker dazu. Und die Dotter. Passt. Und willst du die Dotter gleich mit rein oder nee, danach? Nachher. Ich mach sie genau. Immer danach, ja. Genau. Guck mal, jetzt da ist noch der andere. Jawohl. Ja. Der Bischof. Und jetzt einfach ein paar Minuten schön cremig verrühren. Schön, wird schön cremig. Mhm. Und damit es richtig gut schmeckt, nehme ich einfach deinen Vanilleextrakt. Ja. Lecker. Extra aus Österreich mitgebracht. Ist genug oder noch ein bisschen? Genug, genug. Ist ja hochkonzentriert. Mmh. Gut, gern. Du liebst Vanille, gell? Ich liebe Vanille. Vanille, Zitrone. Und den Didi. Und den Didi. Die Butter wird jetzt richtig schön weißschaumig. Ja. Die ist ja richtig toll, gell? Wenn genau. Sie weiß ist. Und dabei die Butter aufschlägt, tun wir unsere Schokoschmelzen, perfekt. Oder? Dann nehmen wir gleich in Murats Teekocher. Türkischer genau. Tee hat er da gemacht. Genau, oben ist Konzentrat, Kunst unten ist Wasser. Gut? Okay. Und das stelle ich einfach drauf. Guck mal hier. Okay. Nicht, dass es reinkullert. Kannst du reinschütten, genau. Ja. Ich tue jetzt mal den Tee weg. Ja. Passt. Perfekt. Das weiß der Murat dann einfach nicht. Verschweigen wir. Okay. Also jetzt ist ja die Butter ganz gut aufgeschlagen. Jetzt tun wir schön langsam den Dotter ganz dazu. Ganz langsam. Und die müssen auch zimmerwarm sein, damit die Butter jetzt nicht flockt. Genau, sonst erschrecken wir die Butter wieder. Ja. Ist wie beim Risotto kochen. Genau. Wenn du ganz kaltes Wasser dazu gibst, erschreckst du das Risotto. Oh, oh, das wollen wir ja nicht. Haben wir Kochen auch gelernt. Ja, eins nach dem anderen. Sally, meine Schoki ist fertig. Perfekt, die Butter auch. Was? Dann gebe ich es rein. Ja. Super. Und ich gebe die Orangenschale dazu. Genau. Ich glaube, die passt richtig gut. Super. Oh, das sieht lecker aus. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen gekleckert. Das macht nichts. Nicht so schön. Passt. Bin ich gewohnt. Danke. Orangenschale noch dazu. Der Murat macht sauber. Jetzt geben wir hier die, okay. Das Mehl dazu. Passt. Und dann kannst du ja mir immer Eiweiß dazu geben. Genau, ne? Passt.
Da macht es auch nichts, wenn ich jetzt mit dem Schoko reinfahre. Schön unterheben. Und da brauchen wir auch gar kein Backpulver, weil jetzt haben wir die Butter schaumig geschlagen und das Eiweiß. Und da kommt richtig viel Volumen rein. Genau, das gebe ich dir. Super. Dann füllen wir die Masse in den Backring. Den habe ich schon vorbereitet auf 24 cm. Genau, und dann kommt es circa bei 160 Grad. Genau, so ungefähr 50 Minuten in den Backofen. Und dann lassen wir es abkühlen und dann geht es gleich weiter. Genau, kleiner Trick von mir noch. Immer wenn ihr schauen wollt, ob schon fertig ist, einfach mit dem Zahnstocher reinstechen. Genau. Gell? Und wenn da nichts mehr drauf ist, ist fertig. Das machen wir gleich. Ja. Der Kuchen ist gebacken und abgekühlt, vor lauter Tee trinke und schwätze. Genau. Haben wir vergessen, ihn gleich zu stürzen, aber egal, machen wir jetzt. Okay. Du Sally, und gestern war ich im Sparmarkt und hab das Teil gesehen. Gell? Ich bin ja ein Koch, ich hab glaube ein Austermesser oder irgendwas, aber sagen wir mal, was man mit dem Teil macht. Das ist ein Backformmesser und zwar hat es zwei Klingen. Aha. Und die große Klinge, die lange, kommt dann hier rein und die andere außen und dann verrutscht man nicht beim Kuchenlösen. Also kein Austermesser. Aha. Und ich hätte wahrscheinlich ein Austermesser als Tortenmesser gedeutet. Dann kann man es schön entfernen. Funktioniert, ha? Funktioniert, klasse. Oh, so. Herrlich. Ja, die Oberfläche ist jetzt ein bisschen ganz zu lang stehen lassen. Egal, macht nichts. Trödeln, trödeln. Ja, wir haben getrödelt. Jetzt stürzen wir das einfach. Ein bisschen Sauerei gibt es jetzt. Aber ist nicht schlimm. Denn, guck mal, perfekt, herrlich, oder? Ja. Das wird eine super Sache dort. Das wird richtig gut. Ich tue das immer so gern mal hinriechen. Ja. Gell? Dieser Duft. Sehr gut. Jetzt schneiden wir die durch und füllen sie. Passt, mit meiner Marmelade. Erhitzen? Super. Ja, die mache ich warm jetzt. Okay, dann mach du die warm. Genau. Passt. Und ich schneide den Tortenboden. Okay. So, Sally, ich mache jetzt meine Marmelade warm. Gell? Ja. Und du hast da eine Motorsäge, oder was ist das? Ja, Motorsäge. Die Säge und ich bin der Motor. Nee, eine Tortensäge. Da ist einfach so ein Draht, ein geriffelter Draht. Ja. Und dann kann man wirklich Tortenböden gut schneiden. Und da stellst du ein die Größe, genau. Je nachdem, wie hoch der Kuchen ist. Ja, man kann auch höher. Dann schaff's sogar ich. Ja, dann ist schön gleichmäßig. Einmal reicht, oder? Ja, perfekt. Super. Klassisch. Und am besten ist es, wenn man den Tortenboden einen Tag vorher backt, abkühlen lässt, weil dann krümelt er nicht so. Ich habe ihn jetzt einfach kurz in den Kühlschrank gestellt. Das heißt auch. War auch okay. Oh, die Marmelade, die riecht so lecker. Ja, die wird gut, gell? Ich mach mal schon mal den Herd an. Mhm. Ich mag auch die Himbeerstückchen. Mhm. Die Kerne. Fruchtstücke sind immer gut, gell? Immer gut. Was? Darf ich dir schon ein bisschen was draufgeben? Perfekt. Mhm. Passt. Müssen wir sie dann rundherum auch einstreichen? Was sagst du? Schon, gell? Ja, aber dann tun wir sie vielleicht kurz durchsieben, dann entfernen wir. Mhm. Okay, also hier in die Mitte kommt dann die Marmelade, wird schön verstrichen, wird auch schön saftig. Ich meine, wer möchte, kann ja auch ein bisschen Schuss dazu geben. Genau, Schuss rum, Schnaps, genau. Himbeerschnaps, ja. Marillenschnaps. Auch gut passen. Aber wird so schon richtig lecker. So, die Stückchen lassen wir schön drin, aber für außen sind die nicht so gut geeignet, wegen der Glasur später. Deckel wieder drauf. Aber der Boden ist richtig schön geworden. Schön locker. Okay. Guck mal, hier haben wir einen Hasi. Passt. Genau. Gut. Hebst du nicht stramm? Ja. Passt. Ich glaube, das sollte reichen. Mhm. Und jetzt einfach rundherum einstreichen und dann stellen wir die Torte. Erstmal, damit sie ziehen kann, zur Seite und später kommt dann die Schokoglasur drüber.
Okay, Sally, jetzt machen wir unsere Kuvertüre drüber. Nein, genau. Oder sagt man Kuvertüre? Doch, Kuvertüre. Ja? Genau, ich nehme da immer gern Schokolade und ganz cool ist eben diese Bio-Kokosöl. Genau. Und wir haben jetzt Zartbitterschokolade, mag ich selber ganz gerne. Okay. Und Kokosöl bewirkt, dass die Schokolade nicht so bricht beim Schmecken. Genau, und schön cremig, also schön Glanz hat. Ja. Ja. Wir haben jetzt hier schon Wasser kochen lassen. Und den Herd wieder ausgemacht. Jetzt kommt die Schokolade dazu. Kennst du die Impfmethode? Machst du das auch so? Was ist denn das? Und zwar braucht man ja Kuvertüre mit einer bestimmten Temperatur, dass kein Grauschleier entsteht. Ja. Und dann erhitzt man hier 2/3 der Kuvertüre zuerst. Okay. Dann hat sie ungefähr 50 Grad. Mhm. Und dann kommt die restliche Kuvertüre dazu, nimmt man es vom Herd herunter und dann kühlt sie ab auf etwa 28, 29. Ah, cool. Und dann hat man eben. Ja, und dann ist richtig dieser schöne Glanz genau. Hier drauf. Passt. Dann brauchen wir auch gelernt. Kein Thermometer. Genau. Dann gebe ich mein erstes Drittel dazu, weil ich bin ja schneller. Der hat mich gehatet. So. Passt. Ich gebe dir noch ein bisschen was dazu. Ja, dann haben wir 2/3. Und den Rest heben wir auf. Ah, ich habe es aber auch kleiner gemacht. Du hast gemogelt. Du hast es besser gemacht, ja. Also Sally, Schokolade ist gut zerschmolzen, gell? Mhm. Jetzt geben wir das Kokosöl dazu. Ja, super. Kokosöl rein. Okay. Mhm. So, den Rest nehme ich. Bekommt schon super Glanz. Was für die Torte gut ist, kann für die Hand nicht schlecht sein. Und jetzt warten wir noch kurz und dann kommt dein restliches. Genau, und dann, jetzt ist sie ja etwa auf 50 Grad. Mhm. Und dann nehmen wir sie jetzt runter gleich. Okay. Ja, kannst du schon mal hier draufstellen. Jetzt die restliche Kuvertüre rein. Mhm. Und verrühren. Und dann haben wir die optimale Verarbeitungstemperatur. Sellys Apotheken, na, Impfmethode, so heißt es. Impfmethode. Die Impfmethode. Okay, Selly. Unsere Schoko ist gut, gell? Sehr gut. Schöner Glanz, super Temperatur. Jetzt haben wir jetzt die Torte, darfst du, genau. Boah. Okay. Alles drauf. Passt. Guck mal, ich schüttel gleich so ein bisschen. Ja. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel. Nee, und jetzt müssen wir einmal. Super, die läuft schon überall runter. Ja. Und mit einem Auffangsieb kann man dann die Schokolade wieder nehmen. Genau. Oder? Und dann cool. Kann man zum Beispiel noch ein bisschen Cornflakes reinmachen. Die ist spitze. Die ist super. Da bin ich ja selber auch richtig froh, wenn ich schon mal der Sally das zeige, dass es funktioniert. Gell? Deine erste Sachertorte. So, einmal noch drüber und dann haben wir es. Ja. So, Didi, zufrieden? Super, wunderschön. Könnten wir gleich im Hotel Sacher verkaufen? Definitiv. Passt. Was wir jetzt nicht gemacht haben, Didi, ich habe im Hotel Sacher gelesen, dass die Original Sacher Torte, die gibt es ja schon seit 1800 irgendwas, 34 Arbeitsschritte. Exakt. Und das Rezept wird im Tresor verwahrt. Okay. Also nur ganz wenige Menschen kennen das Originalrezept. Aber ich glaube, unsere wird richtig cool. Dann würde aber ich sagen, 34 Arbeitsschritte. Wer Lust hat, kann unsere Arbeitsschritte nachzählen. Und genau. Es gibt zu gewinnen eine Sally-Schürze. Ja, und eine Didi-Schürze. Und eine Didi-Schürze, ja, an den Gewinner. So machen wir das. Schreibt's rein und dann verlosen wir das einfach. Cool, das machen wir. Die stellen wir jetzt kurz zur Seite. Die wird schön fest, dann dekorieren wir sie noch. Und dann sind wir fertig. Super. Ging gar nicht so schwer. War echt einfach. Na, und schnell. Schnell, sehr schnell. Für die Dekoschrift rühre ich jetzt eine Glasur an. Dafür nehme ich 30 Gramm Sahne und koche sie auf. Und da kommen jetzt 90 Gramm Zartbitterkuvertüre rein. Die Glasur fülle ich dann in einen Spritzbeutel und schneide die Spitze ab. Okay, Didi, und damit werden wir jetzt die Torte verzieren. Wir üben vielleicht ein bisschen. Was? Okay? Ja, super. Fang du mal an mit deinem Namen. Ich fange mal an. Wir machen einfach ein Autogramm. Mhm. Das ist ja immer die Königsdisziplin, gell? Dieses Ausgarnieren dann auf der Torte und so. Das hast du sehr schön gemacht. Mit Herz. Ja, das ist mein Gut, dann bin ich da unten jetzt. Dann mach mal Didi. Passt. Sehr schön. Ich hole die Torte und dann machen wir es auf die Torte drauf. Passt.
jetzt haben wir es. Sehr schön, unsere Sachertorte. Jetzt können wir sie schon probieren. Genau. So, Didi, jetzt schneiden wir die Torte an. Jetzt ist sie richtig heiß. Jetzt machen wir, also das Messer. Jetzt machen wir das Messer heiß, damit wir die Glasur nicht brechen. Ich schneide ungern zwischen uns, aber... Diesmal muss es halt sein. Ich muss einfach. Ich freue mich. Ich auch. Super. Komm, das erste Stück kriegst du. Okay. Wow. Boah, die ist schön. Die sieht richtig toll aus. Schaut's. Und ich nehme ein Stück vom Didi. Mhm. Genau. Mm. Bisschen Sally, bisschen Didi. Ja. Hier könnt ihr mal reingucken. Also ich finde, die sieht schon original aus. Ja, mit der... aber dein Stück ist größer als meins. Echt? Bitte schaut's. Wirklich. Du kriegst gleich noch eins. Ja, das meinst du. Die rote Marmelade sieht gut aus. Ja, man kann voll gut durchstechen, gell? Ist echt gut. Wow. Wirklich, bitte, bitte kocht es daheim nach. Super. Unglaublich. Beste Sachertorte, was ich je gegessen habe. Ich auch. Na, ernsthaft jetzt. Echt. Mm. Richtig gut und... Wir haben eine richtige Glasur gemacht, die ist im Hotel Sacher, muss ich sagen. War, glaube ich, keine echte Schokoglasur. War eher so mit Kakao, Puderzucker, so irgendwie. Okay. Und hier schmeckt man noch ein bisschen Kokos von der... Ja, von der Kokosbutter. Vom Kokosöl, richtig ja, gut. Ja, Kokosöl. Also das Rezept könnt ihr gerne hier unten nachlesen. Da steht nochmal alles ganz genau. Wie gesagt, schaut mal nach, wie viele Schritte wir gebraucht haben für diese Sachertorte. Original sind es 34. Zwei Schürzen. Ja, handsigniert, oder? Die handsigniert, nehmen wir noch. Klar. Machen wir. Also, viel Spaß beim Nachbacken. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Mir auch. Aber und ich finde, wir sollten auch mal was kochen. Mhm. Wir backen immer nur, unbedingt wir sind so süß, kochen wir gemeinsam. Sollten auch mal was kochen. Ja? Wenn ihr das auch möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Ciao. Boah, ich habe selten so eine gute Torte gegessen. Echt gut. Ja, wirklich. Boah. So, guck mal, Didi, aus den Resten haben wir jetzt Rocky Roads gemacht. Was ist Rocky Roads? Das heißt so, weil es aussieht wie so eine Straße, wie so eine steinige Straße. Und die Rocky Mountains. Genau. Und jetzt habe ich da, jetzt haben wir einfach die Zartbitterkuvertüre von der Sacher genommen. Ja. Brezeln kann man reinmachen, Erdnüsse, auf jeden Fall was Salziges und was Süßes. Und noch die gefriergetrockneten Erdbeeren. Ah, drum auch die salzigen Nüsse drin. Genau. Mit den Beeren. Okay. Guck mal, und dann so als kleine Würfel. Mhm. Ich habe jetzt noch Marshmallows drin. Mhm. Ah. Das ein bisschen weicher ist. Mhm. Guck mal, Essen ist fertig, Murat kommt. Super. Gut, gell? Mhm. Kann man super vorbereiten und vernaschen. Voll gut. Wird es jetzt bald bei mir in der Bakery auch geben von der Sally. Ich schicke dir das Rezept.